Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE.TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat in der 5. Runde der österreichischen Bundesliga beim Wolfsberger AC am Ende 1:1 gespielt, holt zumindest einen Auswärtspunkt. Und ja, ich fand auch die Leistung teilweise schon ganz okay. Noch nicht hundertprozentig das Gelbe vom Eimer, hat es wieder nicht geschafft, über 90 Minuten wirklich die Leistung auf den Platz zu bringen. Aber ja, die, sage ich mal, guten Phasen werden immer so ein Stück weit mehr, und das macht mir persönlich doch ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen in der Bundesliga. Kommen wir zum Spiel selber. In der Anfangsphase der WAC mit der ersten guten Möglichkeit. Orgil bedient Schmerböck mit einem schönen Pass in den Lauf. Der Ex-Grazer überhaupt top motiviert in dieser Partie, hat auch gleich die erste Möglichkeit eben, scheitert allerdings mit seinem Schuss an Jörg Siebenhandel, der eben doch fit genug für die Partie war und deswegen eben Schützenauer damit wieder ersetzt im Tor unserer Schwarz-Weißen und den Ball eben gut abwehren kann in dieser Situation. Dann hat Sturm gleich mal die Möglichkeit, selber in Führung zu gehen, in Minute 10 herum. Grozurek hat über links relativ viel Platz mit der scharfen Hereingabe auf Peter Schul. Der hat ein bisschen Glück, dass ein WAC-Verteidiger bei der Hereingabe eben pennt und den nicht vernünftig klären kann, beziehungsweise geht der Ball eben dann durch und Schul scheitert dann allerdings an Kofler. Vielleicht ein bisschen überhastet, der Abschluss war selber ein Tick weit überrascht wohl, dass er so frei zum Schuss gekommen war. Und ja, das ist eben die beste Möglichkeit auch für mich im ersten Durchgang überhaupt für unsere Blackies. In puncto Ballsicherheit, in puncto Schnelligkeit beim Passen ging mir das Ganze schon ja ein bisschen besser von der Leber weg beim Zusehen als jetzt in den letzten Partien, finde ich persönlich. Man hat eben doch gute Phasen gehabt, ist aber mit Vordauer der ersten Halbzeit dann wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen eingeschlafen. Der WAC ist eben gegen Ende der ersten Halbzeit dann wieder besser ins Spiel gekommen, hat auch mehr Torchancen insgesamt gehabt bei den Abschlüssen. Marc-André Schmerböck beispielsweise in Minute 40 schon mit einem sehr guten Abschluss auf der halblinken Seite, wo eben, also auf der halblinken WAC-Offensivseite, wo bei uns eben Koch und im rechten Abwehrverbund agiert haben, war viel zu viel Platz. Da hat man gerade Schmerböck überhaupt nicht in den Griff bekommen und Schmerböck eben hat viel Platz. Schlänzt den Ball aber knapp am Tor unserer Blackies vorbei und 2 Minuten später ist es dann aber passiert und man hat schon so ein bisschen ja, mit Vordauer der ersten Halbzeit drum gebettelt, dass man das Tor frisst und ist mir eben dann auch ja, erhört worden, leider Gottes, mit eben dem Tor von Marc-André Schmerböck in der 42. Spielminute. Wieder über links, der deutsche Legionär im Dress des WAC Schmitz hat da zu viel Platz, spielt eben die Hereingabe dann auf Schmerböck und der auch unbedrängt im 16er, ein absolutes No-Go aus meiner Sicht, kommt er dann zum Abschluss, macht das auch technisch fein, schießt den schön ins lange Eck, keine Chance für Siebenhandel und das ist eben knapp vom Seitenwechsel die Führung für den WAC, auch sehr überschwänglicher Jubel von Schmerböck, weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Aber okay, lassen wir einfach mal so stehen, hat sich zwar im Interview dann auch dahingehend so ein bisschen, ja, ein bisschen entschuldigt, aber finde ich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wer weiß, welche Emotionen da im Endeffekt im Spiel waren. Auf jeden Fall 1-0 für Wolfsberg zur Pause. Dann eben ein Doppeltausch bei unseren Blackies. Auch Heiko Vogel hat das Ganze im ersten Durchgang nicht so hundertprozentig offensichtlich gefallen, völlig zu Recht, und hat ihn dann auch reagiert. Obermeier für den für mich sehr schwachen Koch im Spiel und dann auch noch Markus Pink für den ebenfalls sehr verlorenen Philipp Rosiner. Und ja, Markus Pinks Wechsel hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, denn der erzielt gleich wenige Minuten nach Seitenwechsel den Ausgleich. Über die linke Offensivseite bei unseren Jungs tankt sich Kitaishvili durch, spielt dann schön den Pass auf Peter Schul, der eben mit der Gegenbewegung per Ferse gleich mal weiter auf Kitaishvili zurück. Kitaishvili dann mit der scharfen Hereingabe und Markus Pink steht dann goldrichtig und trifft in Minute 48 zum 1:1 für unseren SK Sturm. Also der Kärntner trifft in Kärnten und bringt unsere Jungs ins Spiel zurück. Danach auch hat man gemerkt, dass Sturm irgendwo den Schalter umgelegt hat. Man hat dann mehr probiert, war auch dann sicherer in puncto Abschlüssen. Also das war dann wirklich schon eher Sturm, wie ich es mir vorstelle bei einem Auswärtsspiel. Man hat dann eben auch eine gute Möglichkeit gehabt durch Peter Schul, der im 16er völlig unbedrängt ja, zum Abschluss kommt, entscheidet sich dann aber für die Hereingabe auf Pink, die allerdings zu ungenau ausfällt und ja, da kann ein Wolfsberger gerade noch klären. Sturm hat dann eben auch noch die Möglichkeit auf das 2-1 in Minute 75 herum war es, glaube ich, von Markus Pink. Hierländer mit einem Distanzschuss, den Kofler nicht gut abwehrt. Pink kommt einen Tick zu langsam danach, um den Abstauber reinzuhauen. Ein WAC-ler schafft es gerade noch, den Fuß dazwischen zu kriegen und ja, damit ihm auch diese Chance vergeben. Dann hätte Sturm auch einen Elfmeter in meinen Augen bekommen müssen. Kitaishvili tankt sich über links wieder mal durch, überhaupt sehr auffällig, der georgische Neuzugang aus Tiflis im Duell mit Solbauer und Solbauer
trifft ihn, glaube ich, erkennt man in den Videobeweisen oder in der Wiederholung dann schon am Fuß. Also für mich ist es ein Elfmeter, war da nicht das große Drama während dem Spiel. Aber ja, hätte man auf jeden Fall geben können, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen die schwarz-weiße Sonnenbrille aufhab. Aber ich würde sagen, den Elfer kann man pfeifen. Nicht so der Elfer, den Wolfsberg gerne gehabt hätte, von Orgil. Orgil im Laufduell mit Aflonitis in unserem 16er. Und ja, da geht der Jamaikaner relativ schnell zu Boden. Aflonitis, ja, geht schon hin natürlich, aber da fällt Orgil für mich ein bisschen zu plump. Und das völlig zu Recht, kein Elfmeter. Naja, im Endeffekt war es das dann auch schon mit den 100%igen Möglichkeiten. Und naja, am Ende trennt man sich eben 1-1 unentschieden. Für mich eine Partie mit Licht und Schatten, wieder auf jeden Fall ein bisschen besser als das Alltagsspiel letzte Woche, aber trotzdem muss man das natürlich ein bisschen ja, konkreter auf den Platz bringen, eben über einen längeren Zeitraum, nicht nur eine Halbzeit lang, aber zumindest die Ansätze sind da, also und ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass die Mannschaft langsam ihre Form findet und ja, dann geht es eben gegen Rapid nächste Woche zu schauen, was dann dabei rauskommt und was unsere Jungs da zusammenbringen. Von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.